Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Martin und heute stelle ich mal diesen Multifunktionsunterschrank für das Aquarium vor. Wir sehen hier zuerst diese grifflosen Fronten. Das passt ganz gut zu den bestehenden Möbeln hier im Wohnzimmer vom Kunden. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die auf? Einfach auf die Front draufdrücken und dann kommt er entgegen. Das ist dieser Tip-On-Beschlag, der ist hier in der Führung mit integriert. Und in dem ersten Schub sind hier so diese Utensilien für das Aquarium mit dabei, also das Fischfutter und so andere Sachen. Der Schub hat noch einen Selbsteinzug, das heißt, ich werfe den ein bisschen zu und den ziehst du selber rein. Auf der anderen Seite sind hier so ein paar Mal-Utensilien drin, zeige ich gleich warum. Auch mit Selbsteinzug, genau. Und hier bei den Türen gibt es auch diesen Tip-On-Beschlag. In Besonderheit hier ist die Türstärke, das sind jetzt hier 25 mm, eben weil das alles aus dem gleichen Material gefertigt ist. Schwierigkeit war dabei natürlich jetzt diese Tür anzuschlagen mit den Scharnieren hier. Da habe ich ein paar besondere Scharniere gefunden für so dicke Türen. Und trotzdem war es immer noch ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich die einschlagend gebaut habe, dass das hier funktioniert. Am Ende bin ich ganz froh, dass es so gut geklappt hat. So, Multifunktionsunterschrank. Warum Multifunktion? Weil hier ist noch ein Tisch mit drin. Jetzt stellt sich die Frage, wo? Hier. Und das ist jetzt hier der Maltisch für den Sohn der Familie. Der ist jetzt, ich glaube, so 7, 6 Jahre alt. Hier auf dem Tisch kann er seine Hausaufgaben machen und hat genau die richtige Höhe für ihn, wenn er sich heransetzt. Später kann der als Beistelltisch genutzt werden für eine Familienfeier oder irgendwas. Der kann mit rausgenommen werden auf die Terrasse und ist eben frei beweglich und auch recht einfach wieder dann hier aufzuräumen, dass das alles sauber ist und ordentlich. So, zack. Der hat hier unten dann solche Kunststoff-Möbelleiter, dass der den Fußboden nicht kaputt macht, hier das schöne Laminat. Und nach so 2 Monaten Nutzung stelle ich jetzt hier noch keine Spuren fest, von daher ist das alles super, alles richtig gemacht. So, Besonderheit ist dann natürlich hier das hohe Gewicht von dem Aquarium. Hier sind 100 Liter drin, dann kommt der Aquariumkasten dazu, das Glas, der Sand, die Fische und die Pflanzen. Und die beiden Schübe hängen jetzt auch noch an der oberen Platte. Damit die sich jetzt nicht durchbiegt, war natürlich, wie gesagt, es ein bisschen schwierig, dann das Gewicht abzuleiten auf dem Fußboden. Ich kann ja hier keine Mittelsäule oder Mittelstütze einbauen durch diesen Tisch. Also habe ich hinten eine massive Rückwand gebaut, auch so in der gleichen Materialstärke wie den Rest des Möbels. Und die 5 cm hinten eingerückt, damit hier auch noch Platz ist für die ganzen Kabel dahinter und Stromkabel für das Licht und die Pumpe. Und ich glaube, die Umwälzpumpe ist auch noch mit hinten drin. Und deswegen passt das ganz gut. Und ich sehe hier auch noch keine Durchbiegung. Also das ist alles noch gerade, so wie es sein soll. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass das so schön geklappt hat hier mit dem Projekt. Den Kunden freut es auch. Das ist auch nochmal super. So. Gut, das soll es von mir gewesen sein jetzt hier für das Video. Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn ihr kurz draufklicken wollt hier unten. Und dann macht's gut. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier sind jetzt Sachen drin wie das Fischfutter, Schläuche oder Algenzeug. Und dieses Algen... Wie heißt das überhaupt? Oh Mann. Bekämpft effektiv Algen. Gut. So, letzte Mal. Utensilien für das Aquarium, also hier Fischfutter und Algenbekämpfungsmittel. Das muss ich nochmal üben.